Mein Name ist Christina Czamler, ich bin 19 Jahre alt und mache gerade eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Von 2019 bis 2020 war ich Bundesfreiwillige hier im Badehaus. Und die Zeitzeugin, zu der ich meine Kurzbiografie oder allgemein die Biografie schreiben durfte, heißt Helene Romani. Und die Kurzbiografie würde ich jetzt gern vorlesen. Helene Romani kommt am 1. Juni 1950 als Hinda Rivka Korn in Fürnwald zur Welt. Ihren Geburtsort sucht sie lange vergeblich. Erst 2016 kann sie ihn endlich finden. Ihre Eltern waren 1942 unabhängig voneinander aus Polen nach Russland geflohen. Nach ihrer Befreiung kehren sie in ihre Heimat zurück. Dort ist jedoch alles zerstört. Ihre Familien sind ermordet worden. Beide wandern nach Deutschland aus. Sie lernen sich in einem DP-Lager kennen, heiraten und bekommen zwei Kinder. Einige Zeit leben sie auch in Fürnwald. Die Familie emigriert 1951 in die USA. Die Eltern sind voller Trauer, doch packen sie in New York entschlossen ihr neues Leben an. 1973 kommt Helene als Studentin nach Israel und bleibt dort. Später folgen ihre Mutter und ihr Bruder. Helene hat drei Kinder und sieben Enkelkinder. Ich glaube, das größte Gefühl, was ich empfinde, ist Dankbarkeit, dass sie ihre Geschichte, ihre emotionale Familiengeschichte mit uns und auch mit mir geteilt hat. Ich finde das nicht selbstverständlich und bin Helene da sehr dankbar, dass sie das mit uns teilen wollte und sich auch sehr viel Mühe gegeben hat, uns das alles nahezulegen und zu erklären und auch oft den Kontakt gesucht hat, wie wir ihn auch zu ihr gesucht haben.